das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und das Thema heute heißt: Für diese Freundschaft gehe ich durchs Feuer. Ich möchte mich gerne mit euch unterhalten über euren absolut allerbesten Freund, so ihr so jemanden habt. Was habt ihr für diesen absolut allerbesten Freund schon vielleicht Spektakuläres getan? Und was hat er für euch schon Spektakuläres getan? Ja, und ich würde auch in dem Zusammenhang auch dann natürlich auch noch gerne mit euch darüber reden, wie und warum vielleicht eine wirklich große Freundschaft zerbrochen ist, woran sie zerbrochen ist. Also das Thema ist Freundschaft. Für diese Freundschaft gehe ich durchs Feuer. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte kurz mailen, euch kurz fassen. Dann haben die Kollegen nicht so viel zu lesen und können schneller auch entscheiden. Und bitte eure Telefonnummer auch in die Mail reinschreiben. So, es geht los mit Jörg. Jörg ist 30 Jahre alt und den begrüße ich ganz herzlich. Hallo Jörg. Hallo Domian. Ja, also wir reden über die große Freundschaft, ja, für die man durchs Feuer geht. Genau, richtig. Erzähl. Ja, bei mir ist das so, also das muss ich ganz, ganz zurückdrehen. Mhm. Ich war mit meinem Freund in der Grundschule gewesen. Mhm. Also wir kennen uns schon seit 25 Jahren. Mhm. Ja, und wie ich das gehört in der Freundschaft, man geht durch dick und dünn auch. Ja. Das hat sich mittlerweile auch so beibehalten, geben und nehmen bei uns, wie ich das auch gehört. Ja, bis er sich eine Wohnung gesucht hat und arbeitslos wurde. So, und hatte nicht das Geld für eine Kaution gehabt, wie sprich auch Wohnungsinventar. Ja. Ja, weil wir auch gut verdienen. Wir, das heißt du und deine Freundin oder Frau? Eine Frau. Frau. Mhm. Ja, da haben wir ihn unterstützt gehabt, das heißt, wir haben die Kaution bezahlt. Wie viel? Es war so 15 bis 1800 Euro. Ja. So, und auch weil ich auch die Familie von meinem damaligen, ich sag jetzt meinen damaligen besten Freund kenne, weil die sind sehr wohlhabend auch, habe ich auch damit gerechnet, dass ich das auch wieder bekomme. Ja, dann haben wir denen auch Wohnungsinventar vorgestreckt, das Geld. Ja, schnelle Zwischenfrage, wenn diese Familie so wohlhabend ist oder war, warum hat die den Freund nicht direkt unterstützt? Das ist es ja auch gewesen, das habe ich ihn auch öfters gefragt gehabt, der meinte so, ja, ich sollte, er sollte von der Familie in den Familienbetrieb arbeiten. Mhm. Und er will das nicht. Ach so, dann haben die den Geldhahn zugedreht. Ja, auf gut Deutsch schon, aber haben ihnen ab und zu mal was zugesteckt. Okay, jetzt erzähl du erstmal von deiner Warte aus weiter. Also ihr habt, so. Das heißt, du hast ihm Geld gegeben für die Kaution und auch Geld für das Inventar der Wohnung. Richtig, ja. Genau. So, und das hat sich auch mittlerweile auch geläppert bei uns, weil, und jetzt haben wir die Kontoauszüge mal alles komplett mal aus zusammengezählt gehabt, was wir ihnen alles gegeben haben. Ja. Und es ist jetzt schon mittlerweile bei 30.000 Euro. Wie bitte? Da ja. Verschlucke ich gleich mich an meinem Wasser hier. 30.000 Euro? Eben drum. So. Was ist das für eine Wohnungseinrichtung, die 30.000 Euro kostet? Es geht nicht nur um die Wohnung allgemein. Ja. Allgemein die Schulden, die der jetzt bei uns hat. Weil ich habe das original gerechnet. Also du hast immer wieder, hast du ihm Geld gegeben? Ja, für was denn? Für was denn? Für diverse Sachen. Er sagt, er braucht eine Waschmaschine. Ich habe das so alles quittieren lassen, weil nach einer gewissen Summe ist bei mir auch vorbei. Ja gut. So, nur das hat aber das anhand genommen. Das heißt, da mal war es, da mal 50 Euro, da mal 300 Euro, da mal 500 Euro. Dennoch, 30.000 ist eine irre Summe. Eben die läppert sich nicht mit mal 50 Euro und mal eine Waschmaschine zusammen. Da müssen noch größere Ausgaben. Ich habe auch die Übersicht auch verloren gehabt. Was war denn der größte Betrag, den du ihm gegeben hast? Der größere Betrag, also... Der größte Betrag? Nee, der größte Betrag, Kaution war am niedrigsten. Ich hatte den, der größte Betrag war knapp 10.000. Und für was das angeblich? Das war jetzt nur eine Einbauküche, komplette Einbauküche. Puh. Weil ich hatte auch nicht das Problem gehabt, denen das zu geben, weil ich das Vertrauen hier hatte und ich auch die Familie auch kenne. So, und nun höre ich schon, wie du das jetzt erzählt hast und dass die ganze Sache so übel endet oder geendet ist, dass er das Geld nicht zurückzahlt, oder wie? Ist richtig, weil ich habe mit seinem Vater Kontakt aufgenommen gehabt. Das war vor
drei, vier Wochen. Ja. Und dann meinte er auch so, nee, Moment, von meinem Sohn will ich gar nichts mehr hören oder sehen, weil er hat mich beklaut. Seit wann ist denn jetzt das Verhältnis zwischen dir und deinem allerbesten Freund wirklich sehr gestört? Seit wann habt ihr angefangen, darüber zu reden, dass es nun mal gut ist mit dem Geld und dass er es irgendwann zurückzahlen muss? Das fing damit an, also meine Frau hat mich darauf hingewiesen. War das in diesem Jahr oder voriges Jahr schon? Das war voriges Jahr, Ende voriges Jahr, Anfang dieses Jahres. Achso, dann hat sich das jetzt dieses Jahr hingezogen, ständige Streitereien und Diskussionen. Genau, weil ich auch nicht drauf geachtet habe, wie viel Geld das ist und so. Und dadurch hätte ich beinahe auch meine Frau verloren auch. Aber ich schließe daraus oder höre daraus, dass du auch recht wohlhabend bist. Eigentlich nicht. Also ich bin Beamter, meine Frau ist Beamtin. Achso. Also ich verdiene eigentlich recht gut. Ja, aber auch nicht jetzt in riesigen Mengen, das ist ja immer so locker, nein, mal 10.000 rüber. Nein, ja, also verstehe. Wir haben auch einiges gespart auch, auch, weil wir haben auch ein Kind ist auch teuer, man sollte auch gucken, dass ein Kind, dass man nicht auf jeden Cent achten muss, weil ein Kind ja. ist teuer genug. Der Freund oder der Ex-Freund ist immer noch arbeitslos? Ja. Weißt du, aber ich verstehe nicht, muss man, wenn man so knapp bei Kasse ist, gleich eine Küche für 10.000 Euro kaufen? Ist doch Wahnsinn. Ja, schon, aber ich sag mal, ich kenne ja die Familie, weil die Familie ist sehr wohlhabend, nur da hat sich jetzt erst im Nachhinein rausgestellt, der Geldhahn ist zugedreht, der hat die Familie beklaut, hat Sachen versetzt gehabt, den Familienschmuck von der Familie hat er versetzt und alles. Das habe ich erst vor kurzem erfahren gehabt. Das ist ja heftig. Also das war so ein Mensch, so ein Freund, für den du durchs Feuer gegangen wärst. Ja, richtig. Den du glaubtest... Also ich hätte auch wegen ihm meine Familie verloren. Wäre fast passiert. Ja, fast. Es war kurz vor knapp. Aber das war so ein Typ, wo du sagtest, den kenne ich so gut, dem vertraue ich hundertprozentig, das wird sich schon fügen. Ja. Und jetzt bist du radikal enttäuscht. Radikal, ich bin stinksauer, wenn ich ihn auf die Straße sehen würde. Wohnt er denn um die Ecke? Ja. Er wohnt um die Ecke. Also wann war euer letztes Gespräch? Wie? Bis jetzt habe ich ihn auch nicht auf der Straße gesehen, also wenn er mich sehen würde, er weiß das auch. Ja. Weil ich würde... Wann war euer letztes Gespräch? Bitte? Wann war euer letztes Gespräch? Oh, war mit Datum, kann ich nicht sagen, ist jetzt ein paar Wochen her. Ein paar Wochen. Und war das ein richtiger Streit? Ich bin ja eigentlich erst der ruhige Mensch. So, er wurde halt ein bisschen, sagte, ja, ihr verdient ja genug und alles, ihr könnt das ja, ich habe jetzt momentan gar nichts, kam er mit an. Da habe ich so gesagt, ist ja toll. Es gibt andere Leute, die brauchen auch Hilfe. Und solche Leute wie du, die Freundschaft so ausgenutzt haben, wie ich sie dir angeboten habe. Also das ist ganz schön traurig. Also für dich ist diese Freundschaft tot? Mehr als tot. Und im Moment sind die Chancen relativ gering, dass du dein Geld zurückkriegst? So gut wie gar nicht. So gut wie gar nicht. Genau, weil der Vater, also ich verlange es auch nicht vom Vater zurückzubekommen, weil er ist selber alt genug. Nur, dass der Vater auch darüber Bescheid weiß, weil der Vater hält selber zu mir. Der hat selber gesagt, hör mal, ich gebe dir das Geld, aber... damit das da aufhört oder so. Und er hat keine Lust, dass irgendein sein Sohn... Achso, da besteht doch die Hoffnung, dass du das über den Vater kriegst. Ja, ja, es geht mir nicht, dass ich das Geld wiederbekomme, es geht mir ums Prinzip. Verstehe. Aber so ganz hoffnungslos ist der Fall da nicht, weil du das Geld über den Vater kriegst. Ja, ja, aber es geht... Ja, ich verstehe schon, was du meinst, natürlich, klar. Aber immerhin kriegst du dann deine Kohle wieder. Wir kennen uns 25 Jahre lang. Es gibt ja diesen Spruch, bei Geld hört die Freundschaft auf. Richtig. Und das nein. Ich gerne jeden nein, genau nicht. Ich finde, bei Geld fängt die Freundschaft an. Denn da erweist es sich, ob man wirklich ein guter Freund ist. Ja. Dann erweist es sich, ob man ehrlich miteinander ist und ob man dann halt auch wieder Sachen zurückzahlt. Also ich würde meinen allerbesten Freunden, würde ich alles geben. Weil ich weiß, dass ich das zurückbekäme. Und ich weiß, dass die mir das auch geben würden. Ja, man kriegt ja Höhen und Tiefen. Vor allem, wenn er, ich habe ihn ja einen Nebenjob besorgt, versucht zum Beispiel, in der Gastronomie. So, du sagst schon mal, hier kriegst du 6,50 Euro die Stunde. Wenn du mir jeden Monat mal 50 Euro geben müsstest oder 10 Euro klar, oder 5 klar, Euro Stück, klar, den Wille will ich sehen. Ja, nee, er sagt jetzt, für 6,50 Euro stehe ich nicht auf. Ja, nee, da kriegt er mehr Hartz IV Geld, sagt er zu mir. Ja, der hat dich richtig verarscht. Ja, das ist vor allem, ich sag mal, seit 25 Jahren, man sieht dich jeden Tag. Ja, schlimm. Also sehr das schlimm. Ist... dass man sich nach 25 Jahren an einen Menschen so täuschen kann, das ist... Aber ich finde, dass man so aus so einer Geschichte, genau wie in einer Liebesgeschichte, da kann man ja genauso über den Tisch gezogen werden, dass man da nicht insofern schlecht daraus lernt, dass man jetzt allen Menschen abgrundtief skeptisch gegenübersteht, sondern dass man auch noch eine Offenheit hat für eine wieder irgendwann entstehende neue Freundschaft mit jemand anderem.
Das ist richtig. Nur man soll nicht alle Leute, die man kennt, über einen Kamm scheren und sagen, so und so ist das. Richtig, ist genau so. Das sollte man nicht machen. Ja. Ich habe daraus gelernt, ich gehe vorsichtig an jeder Sache jetzt dran. Ja, klar. Nur ich bin froh, dass mit meiner Familie jetzt wieder alles im Reinen ist. Ja. Also, das war jetzt als Einstieg gleich ein Beispiel, wo eine Freundschaft aber bitter und böse missbraucht worden ist. Und der Jörg ist der Leidtragende, aber vielleicht regelt sich das ja zumindest, dass du die Finanzen von dem Vater da wieder bekommst. Ich sag mal so, ich habe damals einen guten Freund verloren, dafür habe ich eine sehr, sehr gute Familie gewonnen. Ja, das ist doch auch schon mal gut. Und das ist wichtiger als Geld. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Eine Familie, die hinter einem steht. Definitiv. Und das ist meine Frau, meine Tochter und... Ja. Lieber Jörg. Ich möchte auch noch sagen, du machst immer eine gute Sendung. Dankeschön. Jeden Tag. Danke sehr, sehr nett. Darf ich kurz einen grüßen? Aber ganz schnell. Ich grüße meine Frau. Hallo Schatz, ich liebe dich. Und ich grüße den Dirk, der im Fernsehen gerade nebenan sitzt. Okay. Alles klar, danke. Alles klar, dir, ne? Jörg, mach's gut, tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heißt, heute geht es um die große Freundschaft. Und unser Thema heißt, für diese Freundschaft gehe ich durchs Feuer. Ich möchte mich mit euch über ganz, ganz große Freundschaften unterhalten. Man sagt ja so, die Lieben kommen und gehen, aber die Freundschaften können unter Umständen ein ganzes Leben bleiben. Was hat euer allerbester Freund für euch schon getan? Vielleicht etwas ganz Großartiges, von dem ihr sehr berührt wart und umgekehrt. Oder aber, wie hat euch ein allerbester Freund schon enttäuscht, dass ihr wirklich den Glauben an alles verloren habt, nachdem das dann passiert war, was passiert ist? 0800 220 5050, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Ah, das ist ja interessant. Jetzt haben wir eine Anruferin aus den USA hier. Und zwar die Nancy, 28. Hallo Nancy. Ja, hallo Domian. Ja, schön, dass du anrufst. Von wo rufst du an aus den USA? Aus der Gegend von San Francisco. Oh, da ist ja große Katastrophe in deiner Umgebung. Ja, unten bei L.A. Also in der Nähe von San Francisco nicht so? Nee, da ist kein Feuer zurzeit. Wie ist es bei euch so vom Wetter her? Ist es heiß? Ja, also es ist schön warm, 25 Grad und die Sonne scheint. Na wunderbar. Und wie viel Uhr habt ihr jetzt im Moment? Jetzt ist es um 4 Uhr nachmittags hier. Also die beste Zeit. Genau. Die beste Nachmittagszeit. Deswegen kann ich dich auch fast jeden Abend hören oder Nachmittag. Ja, übers Internet wahrscheinlich dann, ne? Genau. Ja. Was machst du in den USA? Ja, ich lebe hier und arbeite als Konditorin in einem Restaurant. Aha. Und ja. Aber du bist eine Auswanderin aus Deutschland? Ja, also ich bin 2002 in die USA gekommen und wollte hier 18 Monate arbeiten. Und dann habe ich leider meinen Mann kennengelernt und er wollte nicht mehr nach Deutschland. Was heißt leider? Ja, sonst wäre ich natürlich zurückgekommen. Ja. Ach, dann hat die Liebe dich dann in den USA gehalten. Ja, genau. Und du machst wunderbare Torten. Genau. Eine Konditorin. Ja, richtig. Und du bist ja mit in der schönsten Gegend, finde ich, in den USA, um San Francisco herum. Ja, das stimmt. Das ist ja wirklich atemberaubend schön. So, aber du hast dich bei uns gemeldet zu diesem Thema, für diese Freundschaft gehe ich durchs Feuer. Genau. Ich habe bis jetzt noch keinen Grund gefunden anzurufen, aber heute klappt's. Wie gesagt, also meine beste Freundin ist leider in Deutschland. Ah. Und wir kennen uns schon aus dem Kindergartenalter und wir sind beide gleich alt und sind zusammen aufgewachsen. Und ja, wie gesagt, man muss halt erst in die USA gehen, um zu realisieren, wie toll und tief diese Freundschaft sozusagen ist. Verstehe. Das heißt aber dann vermutlich, dass du sie sehr vermisst, deine Freundin. Ja, und sie vermisst mich leider auch. Ja. Aber, ja, und das ist mir halt erst bewusst geworden, seitdem ich hier bin. Und wir haben immer Kontakt miteinander gehabt und telefoniert und ganz toll. Und dann habe ich halt meinen Mann kennengelernt. Ja. Und es wäre auch nicht mein Mann geworden, hätte er mich nicht gefragt, ob ich ihn heiraten will. Und dann habe ich halt ja gesagt und innerhalb von 2 Wochen mussten wir dann heiraten. Ja. Und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, du... ich heirate in 2 Wochen und sie so, ach du Schande, was machst du denn? Und ist es auch der Richtige? Und ich so, naja, wenn es nicht der Richtige wäre, dann würde ich ihn auch nicht heiraten, keine Angst. Ja. Und dann hat sie innerhalb von 2 Wochen ihren Freund, ihre Schwester und ihre Mutter dazu gebracht, dass alle hierher gekommen sind in die USA. Ach, das ist ja toll. Innerhalb von 2 Wochen hat die das organisiert und arrangiert. Genau. Nur um bei meiner Hochzeit mit dabei zu das sein. Das ist wirklich ein großer Freundschaftsbeweis, wirklich. Ja, genau, und es waren dann auch sozusagen meine einzigen Hochzeitsgäste mit meiner Mutter und meiner Oma. Warum musste das denn so schnell gehen, die Heirat?
weil mein Visum ausgelaufen ist. Ach so. Und dann hatten wir halt eine Entscheidung zu treffen und dann haben wir halt gesagt, na, machen wir das dann und dann und bringen das so schnell wie möglich über die Bühne, weil man dann halt die Green Card beantragen muss. Ja. Wie lange bist du jetzt schon verheiratet? Entschuldigung? Wie lange bist du jetzt schon verheiratet? Seit 2003. Und alles wunderbar in der Ehe? Ja, genau, ich kann es nicht bereuen. Ja. Ich habe einen tollen Mann und sie hat... Sie hat auch gesagt, okay, der ist okay, den kannst du heiraten, als also, sie ihn dann kennengelernt hat. Sie hat das grüne Licht gegeben. Wie oft hat sie dich denn schon jetzt schon besucht in diesen vielen Jahren? Ja, also wir sind jetzt schon zweimal umgezogen und je nachdem, wo ich hier nicht ziehe, da ist sie dann auch gekommen mit ihrem Mann. Ja. Ist es dir gelungen, in den Jahren jetzt in den USA eine ähnliche Freundschaft aufzubauen mit jemandem? Ja, das ist natürlich das Traurige, das habe ich natürlich nicht geschafft. Mhm. Die einzigste, wo ich so eine Beziehung dazu habe, zu keinem anderen. Nun sind ja die Zeiten im Moment ganz günstig. Wenn wir jetzt mal 10 oder 20 Jahre zurückgehen würden, wäre das alles noch viel komplizierter. Heute kann man beispielsweise durchs Internet umsonst telefonieren. Das ist ja schon mal eine tolle Sache, dass man da halt sehr intensiv in Kontakt sein kann, ohne Unsummen zu bezahlen zu müssen. Ja, aber in Deutschland haben nicht so viele irgendwie Internet und diese Anschlüsse, so wie hier. Ja, hat deine Freundin... Das sind halt nicht meine Freunde. Ach so, also deine Freundin kann das nicht, also mit euch beiden funktioniert das nicht übers Internet. Sie hat Internet, aber das ist so langsam und da geht das halt Verstehe. Wie oft telefoniert ihr denn dann so in der Woche oder im Monat? Also wir telefonieren schon einmal im Monat und schreiben uns halt E-Mails und ich habe so einen Internet-Blog, wo alle meine Freunde nachlesen können, was ich so mache. Ach so, ja. Was ist denn dann so die Zukunftsaussicht? Besteht die Hoffnung, dass sie vielleicht irgendwann auch in die USA ganz übersiedelt? Oh, nee, das nicht. Das wäre schön, ja, aber sie hat da auch einen Mann in Deutschland und also ihre hat Arbeit, die macht ihr Spaß und so. Ich verstehe. Glaub, hier nicht so viel. Das heißt, sie hat ihr festes Leben und du hast jetzt das feste Leben in Amerika. Genau. Und die Freundschaft hält die viele tausend Kilometer Distanz aus. Ja, und ich versuche auch halt einmal im Jahr nach Hause zu kommen und hat sie schon gesagt, dieses Jahr, oh, das ist das Highlight des Jahres, wenn du kommst und sie nimmt sich eine Woche frei ja. und holt vom Flughafen ab, wenn meine Mutter keine Zeit hat oder so. Weißt du, Nancy, manchmal muss man gute Freunde auch nicht jeden Tag sehen und man muss sich auch nicht ständig auf der Pelle hängen. Wenn etwas wirklich eine gute Verbindung, eine ganz hohe qualitative Verbindung hat, finde ich, dass auch so längere Zeitdistanzen durchaus verkraftbar sind. Und das scheint bei euch ja der Fall zu sein. Oh ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, also das... Die mich nie hängen lassen wird. Ja. Sehr schön von dir, das zu hören, Nancy. Du heißt aber nicht Nancy, richtig, oder? Ich heiße leider so. Du heißt, das ist ja völlig amerikanisiert. Ja, ich weiß. Hat meine Mutter wohl schon so eine Vorahnung gehabt oder so, keine Ahnung. Heißen junge Leute heute in den USA noch Nancy? Ich kenne nur Nancy Reagan. Nicht so viele. Nicht so viele? Also nee. Ist nicht mehr so ein angesagter Name? Nee, glaube ich nicht. So, meine Liebe, jetzt bestell schöne Grüße an deinen Mann. Du hast für heute schon die Arbeit hinter dir oder musst du noch weg? Nee, ich fange früh an, deswegen bin ich am Nachmittag schon zu Hause. Dann wünsche ich einen schönen Feierabend und genieß das tolle Wetter in San Francisco. Danke. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Für diese Freundschaft gehe ich durchs Feuer. Das ist unser Thema. Und ich bin verbunden mit Waltraud. Und Waltraud ist 66 Jahre. Guten Morgen, Waltraud. Guten Morgen, Domian. Ja, erzähl mal von deinen Erfahrungen mit der Freundschaft. Ja, meine Geschichte geht ganz anders. Ich bin seit 40 Jahren verheiratet. Ja. Und noch länger haben wir gemeinsam ein befreundetes Ehepaar. Und vor etwa 10, 15 Jahren hatte unsere Ehe doch eine ziemlich heftige Krise. Mhm. Mein Mann wurde dienstlich versetzt, kam nur noch alle 3 Wochen nach Hause. Und ich lernte in diesem Zeitraum dann einen Mann kennen, dem es ähnlich ging. Der war hier in meine Gegend dienstlich versetzt und seine Frau wohnte ganz woanders. Mhm. Also wir lernten uns kennen, es wurde daraus eine richtig tolle Beziehung. Mhm. Irgendwann hat aber die Frau dieses Mannes das gemerkt und hat versucht, um jeden Preis meinen Mann zu erreichen, in der Annahme, wenn sie ihm das erzählt, er könne mir dann diese Geschichte abgewöhnen. Also, Moment, jetzt kommen wir mit, die Frau
Des befreundeten Ehepaares? Nein, nein, es geht, der Freund, ich wollte nur gerade sagen, den Freund habe ich schon so lange, wie wir verheiratet sind, haben wir den gemeinsam. Die andere Geschichte ist jetzt die, dass ich einen Freund hatte, ja, und die Frau dieses Freundes versuchte, über meinen Mann, diesen Mann wiederzubekommen, ihren eigenen halt, ne? Ja. Und in dieser Situation war ich doch relativ verzweifelt, vor allen Dingen, als sie anfing, mich mit Telefonterror hier zu bombardieren. Sie rief vor Ostern alle 10 Minuten an und sagte mir immer, ich erwische ihn selber. Sie wollte also um jeden Preis meinen Mann sprechen. Mhm. Und das war wirklich schlimm. Das ging Stunden, Stunden, Tage lang so. Ich werde nicht richtig schlau draus, was du mir erzählst. Mein Mann war nicht da. Und also du hast am Anfang was erzählt von einem befreundeten Ehepaar, aber darum geht es jetzt gar nicht. Jetzt kommt es zu diesem befreundeten Ehepaar. Ja. Denn in dieser Situation, wo diese Frau hier unsere Ehe praktisch hätte zerstören können, ja, dadurch, dass sie das erzählt, meinem Mann erzählt, wusste ich mir keinen anderen Rat, als meinen allerbesten Freund um Hilfe zu bitten. Jetzt verstehe ich. Ja, und diesen Uraltfreund habe ich also angerufen, habe ihm das erzählt, was da abging, und habe ihn gebeten, weil die Frau ja mit meinem Mann sprechen wollte, doch in der Rolle meines Mannes bei dieser Frau anzurufen. Ach, wie kompliziert und wie abgefahren. Ja, aber dieser gute Freund hier hat ja, anfangs fand er das schwierig, weil er ja auch mit meinem Mann befreundet ist. Eben, der kam ja in einen Loyalitätskonflikt. Ja, aber er hatte mich vorher auch schon mal mit diesem Freund, den ich ja hatte, gesehen, hatte schon mal nachgehakt, was ist denn bei euch los? Und jedenfalls hat er dann sich ein Herz gepackt und hat bei dieser Frau angerufen. Hat sich als mein Mann ausgegeben und hat mit ihr lange telefoniert. Er hat mir hinterher nur erzählt, dass das lange gedauert hat, dass sie ihm ganz viel erzählt hat. Und er hat dann noch rausbekommen, dass sie ja eigentlich schon mit einem Privatdetektiv seit Wochen hinter mir her spionierte. Jedenfalls hat er ihr dann erzählt, er sei für eine offene Beziehung und er hätte nicht genügend Zeit für mich und es würde ihn auch gar nicht so sehr kümmern. Und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Mein Freund hat mir das nur noch einmal kurz berichtet und danach nie wieder ein Wort darüber verloren. Ja. Wir haben nie wieder darüber gesprochen. Unsere Ehe ist sozusagen weitergelaufen, ist sozusagen auch durch ihn gerettet worden. Ach so, Moment mal. Das heißt, du hast dich dann von diesem Mann getrennt? Ja. Ach so. Und du bist wieder zurück zu deinem Mann? Ja, wir sind im Grunde, nachdem er wieder zurückversetzt wurde, geht die Ehe weiter. Ja. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass das so richtig gewesen ist, denn es ging ja ihm, meinem Mann ging es ja auch da nicht gut. Ich musste ihm ja nicht durch solche Offenbarungen da auch noch zusätzlichen Kummer machen. Also ich wollte nur einfach mal sagen, dass es jemanden gegeben hat, der sich da so eingeklinkt hat und ja eigentlich auch seinen eigenen Freund, meinen Mann nämlich, irgendwo doch ein bisschen hintergangen hatte, mir zuliebe und auch der Ehe zuliebe. War das denn das Ziel dieses Telefonates, dass die Sache beendet wird? Ja, es konnte ja nicht so weitergehen, die Frau wusste ja viel zu viel. Ja. Und da ist nie wieder drüber gesprochen worden? Nein, nie wieder. Wir sehen uns zwar sehr oft, wir reden über alles Mögliche und jedes Mal, wenn wir uns umarmen beim Küsschen geben zum Schluss, dann sage ich ihm jedes Mal, dass er der Größte sei und wir wissen dann beide, um was es da geht. Und meinst du, dass er das seiner Frau erzählt hat? Seinen eigenen, ja. Unser Freund seiner Frau? Ja. Ja, sicher, mit der bin ich auch befreundet, die weiß das. Die weiß es. Wir reden auch nicht drüber. Ihr redet auch nicht drüber. Nein, das ist ganz klar. Ja. Ich finde, das ist so toll, das hat so lange schon gehalten. Ja. Das war's, was ich dir erzählen wollte. Ja, das ist dann so eine Sache, die passiert, das ist dann was ganz Ungewöhnliches und Spektakuläres im Leben. Das teilt man miteinander und dann versinkt das in der Verschwiegenheit, ne? Ja, aber das ist ja auch wichtig, dass man da nicht drin rumgeht. Natürlich, ja klar. Ja, klar. Ja, also das würde ja niemandem helfen, wäre ja peinlich. Das ist einfach geworden. Durch diese eine Sache, dass er sich aufgerafft hat und hat diese Frau angerufen. Das sind Freunde fürs Leben, ne? Ja, wirklich. Ja, definitiv. Ja, eine kurze und sehr interessante Geschichte, Waltraud. Ja, ich wollte es nur sagen, weil ich das wirklich für mich persönlich so wichtig finde. Ja, sehr nett, dass du angerufen hast. Vielen Dank. Ja, und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, und weiter geht's mit der Julia. Mit wem geht's weiter, frage ich in die Regie? Mit Britta. Mit Britta, und Britta ist 36. Hallo Britta. Ja, hallo Jürgen. Hallo Britta. Ich habe gestern Abend deinen Aufruf gehört. Ja. Und mir war sofort klar, ich möchte dir von meinem Freund Hamidullah aus Afghanistan erzählen. Aus Afghanistan? Aus Afghanistan. Ich habe diesen jungen Mann, heute ist er ein junger Mann, den habe ich kennengelernt, als er 8 Jahre alt war. Mhm. Und wir waren beide Patienten in einem Krankenhaus im Ruhrgebiet.
Er war ein Minenopfer und wurde da umsonst in diesem Krankenhaus behandelt. Da war er 8 Jahre und wie alt warst du? Ich war, lass es ausrechnen, vor 11 Jahren war ich 25. 25, ja. Ja, und ich hatte 2 Hörstürze und wurde nicht auf die HNO-Abteilung verlegt, sondern auf die Kinderstation, weil in der HNO-Abteilung kein Bett mehr frei war. Und so bin ich überhaupt an dieses Kind herangekommen. Also es war ein Bettnachbar, also ein Zimmernachbar. Ja. Ja, und ich habe ihn kennengelernt im Aufenthaltsraum und es war sofort eine Verbindung da. Ich bin selbst im Kindergarten tätig, habe immer ein offenes Ohr für Kinder, aber es war irgendwie was ganz Besonderes. Ja, und dann hat dieser Junge mir von seiner Geschichte erzählt, in seinem gebrochenen Deutsch, sehr verängstigt, sehr verschüchtert und hatte viele Operationen und war einfach ziemlich fertig zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann haben die Krankenschwestern und Ärzte mitbekommen, dass er zu mir Vertrauen gefasst hatte und haben dann angefangen, ja, mich damit zu beauftragen, dass es ihm besser geht. Also ich habe mich um ihn gekümmert, um Familienersatz. Woher konnte er denn schon so ein bisschen Deutsch? Aus dem Fernsehen. Oh. Er ist ein unheimlich intelligentes Kind. Wie, aus dem afghanischen Fernsehen? Nein, aus dem deutschen. Aus dem deutschen Fernsehen. Hatte er sich angeeignet schon ganz ein bisschen? Genau. Welche Verletzungen hatte er? Er hatte ein ganz, ganz arg zerrissenes Bein. Also sein linkes Bein war eigentlich nur ein Trümmerhaufen. Er hatte eine ziemlich große Bauchverletzung. Ja. Die Bauchverletzung war nachher nicht mehr das größere Problem, sondern das Bein. Es ging immer wieder darum, können wir das Bein retten oder muss es amputiert werden? Wie lange musste der Junge im Krankenhaus bleiben? 3 Jahre. 3 Jahre? 3 Jahre. 3 Jahre musste der im Krankenhaus bleiben? Ja. Und in diesen 3 Jahren ist es wie ein Kind von mir geworden, beziehungsweise er hatte nie die Position eines Kindes, sondern immer eines Freundes. Also du hast ihn dann 3 Jahre besucht? Ja, mit einer Unterbrechung von 6 Monaten. Er musste einmal zurück nach Afghanistan, weil man dachte, er ist so weit ausgeheilt. Aber dann brach dieses Bein in Kabul wieder und er wurde wieder zurückgeschickt. Ist denn das Bein soweit wieder zusammengeflickt worden oder musste es amputiert werden? Nein, es ist zusammengeflickt worden, 30 cm kürzer geblieben und mit einer Metallschiene verlängert worden, eine Außenmetallschiene. Wie war denn das dann? Hast du ihn täglich besucht im Krankenhaus? Ja, manchmal zweimal täglich. Manchmal zweimal täglich und dann konnte er wahrscheinlich sehr schnell perfekt Deutsch. Ja, er durfte auch zu mir am Wochenende nach Hause. Wir haben auch viel Quatsch gemacht. Also er hat mir zum Beispiel... Du hattest keine Kinder zu der Zeit? Nein, zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe nur meinen Kindergartenjob gehabt, aber da habe ich ihn auch mit hingenommen. Ich habe ihn auch mit in den Kindergarten genommen. Ah ja. Und er hat mir einfach ganz viel von seinem Leben beigebracht und nicht ihm von meinem Leben. Lebten seine Eltern noch? Seine Mutter und 11 Geschwister leben. Ja. Sein Vater ist im Krieg gestorben. Und kam der Junge aus sehr, sehr einfachen und sehr armen Verhältnissen? Ja, sehr, sehr armen Verhältnissen. Ja. So, dann ist daraus jetzt eine richtig große... Eine Riesenfreundschaft, weil... Die bis heute anhält. Die bis heute hält sie an. Aber heute ist der Bengel wieder in Afghanistan. Ja, er studiert. Er studiert das, was er mir immer gesagt hat. Er wird ein Arzt. Er ist 19 mittlerweile. Und das kann man in Afghanistan studieren? Ja, in der Uni in Kabul. Das geht, Das geht. Ja. Er studiert da Medizin. Er ist der Klassenbeste, Studienbester. Ja. Weil er natürlich auch durch die Fremdsprachen, die er kann. Er kann perfekt Englisch, er kann perfekt Deutsch. Aber gab es da nicht Überlegungen, oder gibt es nicht Überlegungen, dass er noch zu einer Zusatzausbildung vielleicht in Deutschland studiert? Ja, das ist ja mein großer Traum. Ja. Ich möchte ihn ja wiedersehen. Ja. Ich habe ihn 99, darum, ich bin für den Freund durch das Feuer gegangen. Wir haben uns, als er nach Hause reisen musste, verabredet, dass wir uns treffen werden in Pakistan, damit ich ihn adoptieren kann. Das war unser Plan. Und das haben wir dann 282 Tage, nachdem er abgereist ist, auch umgesetzt. Ich bin trotz des Wahnsinns, dass alle gesagt haben, du kannst da nicht hinfliegen. Ja, Moment mal, du sagst das so nebenher. Du hast ihn adoptiert? Nein, ich habe es versucht und es ist nicht gelungen. Das hat nicht gelungen. Ich habe es nicht geschafft, weil Papiere fehlten und ich hätte ihn ausreisen lassen können aus Pakistan, aber ich hätte ihn hier nicht adoptiert bekommen und dann hätte man ihn abgeschoben. Und die Gefahr, dass er dann von Taliban umgebracht worden wäre, wäre zu groß gewesen, weil die töteten auch Kinder. Die sind da riesig so groß gewesen. Also ein ganz, ganz kompliziertes und hochgefährliches Unterfangen, die ganze Angelegenheit. Ja, mein Freund ist mit mir hingeflogen nach Peshawar, nach Pakistan. Kein anderer wollte mit mir mit, konnte ich gar nicht verstehen irgendwie. Ja. Und auf jeden Fall sind wir dann im Juli 99 dahin geflogen, haben ihn auch getroffen, wie verabredet. Ja. Die Freude war natürlich riesengroß, weil er hat auch nicht geglaubt, dass ich das schaffe. Ja.
Und wir haben dann, als wir merkten, mit der deutschen Botschaft und mit Leuten, die sich auskannten, dass es nicht klappt mit der Adoption, haben wir ihn einen Internatsplatz in Jalalabad in einer Stadt nahe Peshawar gekauft. Ist wir ja haben so alles Geld, halt, was... Halt, halt, du, du, ich muss dich unterbrechen, weil du so viele interessante Sachen sagst. Du hast einen Internatsplatz gekauft. Ja. Sowas kann man kaufen. Wie teuer ist das? Wie teuer ist das? Also wir haben ihm alles Geld, was wir hatten, was ich damit hatte, das waren knapp 3000 D-Mark, also in Dollar umgewechselt. Damit haben wir also pro Jahr hat dieser Platz, soweit ich mich richtig erinnere, 350 D-Mark umgerechnet gekostet. Das war ein Spottpreis. Und alles andere Geld, was ich noch hatte, habe ich dagelassen für die Familie. Also du hast dann die Familie auch kennengelernt? Nein, nein, nur seine Cousins, die in Pakistan lebten. Alle anderen mussten in Afghanistan bleiben. Du hast bis heute die Familie nicht kennengelernt? Nein, ich kenne nur seine Mutter vom Brief. Warst du denn noch nie in Afghanistan? Nein, da, nein. Das ist der Wahnsinn, da kann man nicht hin. Da kann man nicht einfach so mal hinreisen? Nein, das, ach, das ist Wahnsinn. Ich dachte, man könnte da so nach zumindest nach Kabul oder in die gesicherten Zonen, könnte man... Ja, Jürgen, wenn du lebensmüde bist, kannst du da hin. Ja, natürlich, ja, aber... Nee, also das Ding ist an der Sache, dass ich meine Vernunft, nachdem ich aus dieser Reise zurückgekehrt bin, ist mir eigentlich erst klar geworden, wie verrückt ich gewesen bin. Was meine Liebe zu diesem Freund aus mir gemacht hat, das Liebe versetzt Berge. Und ich glaube... das war der Wahnsinn an dieser Geschichte, weil als ich zurück war, ich hatte eine Knarre am Kopf, ich habe Taliban kennengelernt, die haben mich bedroht, die haben mich eingeschüchtert. Also da passt das wirklich, ich bin durchs Feuer gegangen. Ja. Du hast gerade gesagt, die Liebe zu diesem Freund. Ja. Da gibt es natürlich wirklich, ich finde auch, dass man von Liebe unter Freunden reden kann. Aber es ist auch wirklich ausschließlich freundschaftliche Liebe. 100%. Also eine freundschaftliche, mütterliche Liebe fast schon, oder? Ich glaube, nee, das war mehr freundschaftlich als mütterlich. Freundschaftlich. Weil dieser Junge war immer gleich ebenbürtig mit mir, obwohl er so jung war. Ja. Weil der war so weise, der war so verdammt weise. Ja. Hast du heute eine Familie? Ich habe genau 10 Monate, nachdem ich da gewesen bin, habe ich eine Tochter entbunden, Lea. Ah ja. Ich bin deswegen nur schwanger geworden, weil angeblich kriege ich keine Kinder und als ich in Pakistan war, bin ich ziemlich krank geworden. Typhus und Paratyphus habe ich da bekommen. Und in dieser Zeit hat mein Körper total verrückt gespielt. Wahnsinn. Und lebst du heute mit dem Vater des Kindes zusammen? Ja, na klar. Und was sagt der zu dieser sehr ungewöhnlichen Freundschaft? Ja, der sagt immer noch, ich bin des Wahnsinns, weil der ist hier durch die Hölle gegangen, als ich da war. Wir kannten uns gerade 3 Monate. Und er hat gesagt, du kannst da nicht hinfliegen, bitte. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass da schon so eine Art von Eifersucht vielleicht auftaucht oder ein Unverständnis zumindest. Nein, der hatte nur immer Angst um mich. Ah ja. Weil es war einfach verrückt, auch in diesen Jahren, nachdem dann ja das World Trade Center angegriffen wurde. Ja, dann ging es natürlich. Da ging es ja natürlich so heiß. Wann hast du das letzte Mal diesen Jungen gesehen? Gesehen habe ich ihn 99 das letzte Mal. So lange ist es her. Telefoniert habe ich das letzte Mal vor 6 Wochen mit ihm. Ja, besteht denn die Chance, dass er zumindest mal, wenn man schon nicht dahin reisen kann, dass er mal hierher reist? Das ist mein großer Wunsch und seiner auch. Ja. Also im Moment ist es so, dass er studiert und ich hoffe auf einen Auslandsstudiengang, dass er irgendwann mal in ein europäisches Land kommen kann. Da kannst du ihm doch sicher irgendwie behilflich sein, dass du die Formalitäten zumindest hier schon mal so anschiebst. Ja, vor allen Dingen braucht er braucht ein Stipendium oder sowas, ja genau. Und also wie gesagt, es ist einfach dieser Freund, obwohl er so weit weg ist, das hast du eben gesagt, diese Freundschaftsbindung ist so eng und so nah. Ja, also, du bist ja für ihn wahrscheinlich auch eine irrsinnig wichtige Person, weil du ihn... Weil du ihm in wahrscheinlich seiner schwersten Stunde des Lebens beigestanden hast. Ja. Er war in der Fremde, er war schwerst verletzt. Ja. Das ist ja für ein Kind das Grauen überhaupt. Und wenn dann jemand kommt, wo man merkt, der meint es ehrlich mit mir und der meint es gut, wirst du ein Leben lang die top-wichtige Person in seiner Biografie sein. Das ist auch ein unheimlich gutes Gefühl. Und selbst unsere Tochter Lea, sein Foto hängt ja hier im Wohnzimmer. Ja. Und sein Koran steht hier, den durfte er nicht mitnehmen. Und ich habe ihn auch nicht mitgenommen. Ja. Es ist alles hier leibhaftig da. Und er ist immer da bei uns, obwohl er so weit weg ist. Ja, also dann wünsche ich euch aber wirklich sehr, dass es irgendwie bald mal eine Zusammenführung gibt. Und ich wünsche dem Jungen natürlich, dass er einen Studienplatz in Deutschland, in der Schweiz oder wo auch immer in Europa bekommt. Ja. Und hier sein Studium
Studium vollenden kann. Denn das wird sicher ein sehr guter Arzt, wenn er selbst so schlimme Dinge schon hat erleiden müssen. Etwas ganz Wichtiges, was ich noch sagen möchte, der Hamidullah, so heißt der Junge, der hat diese Krankenschwestern und Ärzte in Recklinghausen, im Prosperkrankenhaus, die haben sich so rührend um ihn gekümmert. Ja. Der hat die geliebt und er hat immer gesagt, bitte grüß sie. Und egal, wer sie jetzt zuhört, die muss ich einfach grüßen, weil die werden die Geschichte kennen. Wie heißt das Krankenhaus? In Recklinghausen? Ja, das ist in Recklinghausen, das Prosper-Hospital. Also die werden jetzt direkt wissen, was los ist. Genau, und der Junge hieß Hamidullah oder heißt Hamidullah und ich hieß da immer nur Britullah. Weil er hat immer gesagt, in Deutschland sind alle Leute faul, sie sagen nur Hamid zu mir. Und nur ich habe Hamidullah gesagt. Und dann hat er immer gesagt, dann bist du Britullah. Und, also, der Gruß ist rübergekommen. Und ich glaube, in Recklinghausen wird man jetzt sofort verstanden haben, wer damals mit dem Jungen zu tun hatte, um was es sich hier handelt. Ja. Tolle Geschichte, Britta. Und ein toller Einsatz deinerseits. Also Respekt und Hut ab. Und ich wünsche eurer Freundschaft wirklich alles Gute und hoffe, dass ihr bald mal zueinander kommen werdet. Vielen Dank und mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Um die Freundschaft geht's bei uns. Und hier ist der Peter. Und Peter ist 52. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Peter. Erstmal zwei Sachen vorneweg. So. Erstens mal, ich begleite deine Sendung schon seit 14 Jahren. Noch als Fernfahrer habe ich nachts immer gerne gehört. Ja, 12 Jahre gibt's uns erst, aber egal. Na, das mag sein. Manchmal mit 52 hat man auch ein bisschen Aussetzer. Naja, also, bist ja noch ein junger Kerl. Was ich noch viel toller finde, dass ihr eine Rufnummer habt, die man auch anrufen kann, ohne zu bezahlen. Ja, darauf legen wir auch großen Wert. So, jetzt aber zur Freundschaft. Meiner Geschichte. Ja. Pass auf, du Mann. Jetzt, die Umstände sind jetzt egal, aber ich muss aus meiner Wohnung raus. Und musste oder musst jetzt? Wie bitte? Du musstest oder musst jetzt? Ich musste. Du musstest, ja. Ich wohne jetzt wieder, hab eine Wohnung, alles ganz toll. Mhm. So, und dann hatte ich damals einen sogenannten Freund, weil wir jetzt über Freunde reden. Und den habe ich gefragt, na, kann ich nicht mal und tralala. Und er sagt aber nur eine Nacht. Und der hat einen Bruder. Und das ist der Beste überhaupt. Die Säule. Der beste Mensch von der ganzen Welt. Ja, der Bruder von diesem Freund. Ja. Ja. Was hat er denn... Er hat direkt gesagt, komm, Sachen packen, mit zu mir. Ja. Ich sage, naja, wie lange denn? Sagt er, so lange, bis du eine Wohnung hast. Hatte er denn eine große Wohnung? Der hat ein Haus. Hat ein Haus, ja. Du musst jetzt die Verhältnisse mal sehen. Ich komme aus dem Osten. Ja. Hörst du ja, ne, vom Dialekt her. Ja. Ja. Und er ist, der Ort und der Name spielt keine Rolle, sehr etabliert, also ein guter Geschäftsmann, hat gut Geld und so. Ja. Und er musste mal rintun. Dann nimmt er mich in sein Haus auf. Ja, obwohl du den gar nicht so gut kanntest. Nee, so gut nicht. Aber der wusste, dass du, aber der hat gemerkt, du warst in Not. Ja, genau. Ja. Wie lange hast du dann bei ihm gewohnt? Ein Vierteljahr. Ein Vierteljahr? Ja. Und das war alles... Entschuldige bitte, wenn ich jetzt unterbreche... Wir hatten ausgemacht bis Weihnachten. Ja. Also Heiligabend und dann die stille Zeit, ne? Ja. Und dann ist es ja gar nicht so einfach, mit Hartz IV in so eine Wohnung zu finden. Mhm. Zumindest nicht hier in der Gegend. Ja. Und dann sagt er, und wenn du noch 8 Wochen bleibst, ist mir auch egal. Und dann hat sich ein Verhältnis entwickelt zwischen uns, das kannst du ja nicht vorstellen. Dann sitzen wir abends, der hat einen tollen Partykeller und dann hören wir alte Musik und kennst du das noch und ja und tralala. Das war sowas von toll. Ist diese Sache in diesem Jahr passiert? Ja, in diesem Jahr. In diesem Jahr. Und es, er hatte sogar gesagt, bis Weihnachten, aber nun bist du früher schon auf eigene Beine hier. Ja, im März bin ich dann, 1. März bin ich dann ausgezogen. Ach so. Ich habe eine schöne Wohnung gefunden und ganz toll jetzt alles. Aber immerhin, er hatte dir angeboten, bis Weihnachten hättest du bleiben können. Nee, der hat mir dann nachher auch gesagt, bleib solange bis du eine Wohnung kriegst, bleibst du bei mir. Ist dieser Mann in deinem Alter? Nee, 12 Jahre jünger. 12 Jahre jünger. Ja, da hast du jetzt aber auch einen richtig tollen Freund gefunden, ne? Ja, das ist ja das Bisschen, was sich im Moment durch die Sendung zieht, ein bisschen. Ja. Dass viele enttäuscht sind. Und das finde ich nicht so gut. Die wirklich gute Freunde. Ja, aber hallo. Und pass mal auf. Domian, der ruft mich früh um 6 oder um 5 ruft er mich an. Ja. Peter, ich habe Probleme, kannst du mal kommen? Ja. Da bin ich sofort da. Ja, ja. Und das ist nämlich das, was nämlich da auch steht. Ja. Mit dem würde ich durchs Feuer gehen. Ja.
Und das würde ich jederzeit machen. Und er für mich auch. Peter, wie erklärst du dir das, dass dieser Mann, obwohl du den gar nicht kanntest, das war ja der Bruder nur von einem ehemaligen oder auch, ja, auch Freund, ja, dass ich der... Ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist es auch sein persönliches Schicksal, weil der hat ein auch ein schweres Schicksal hinter sich. Mhm. Also Kind gestorben und naja, und ja. Ich will das nicht weiter ausführen. Ja. Aber vielleicht auch so eine, vielleicht auch so eine spontane persönliche Sympathie? Nee, das ist gegenseitig zuhören. Ja, ja, ja. Und das ist für mich das Wichtigste. Ja. Domian, dass man sich unterhält, ja, nächtelang. Ja. Also ich habe mit dem schon nächtelang da gesessen. Wir sind da am Erzählen und Machen und Tun. Es ist einfach schön. Und er hat mir auch gesagt, wenn du mal stirbst, kriegst du einen Traum von mir. Ja, das wollen wir noch lange nicht hoffen. Würdest du denn sagen, dass das, du bist jetzt 52 Jahre, ja, dass du eigentlich jetzt erst den allerbesten Freund deines Lebens gefunden, ja, hast? Ja, 100 Pro. Super, 100 toll. Pro. Ich hatte vorher schon sogenannte Freunde. Ja. Wie gesagt, die kommen aus dem Osten. Ja. Und hab bin dann hier rübergekommen durch irgendwelche Umstände, ist ja egal, rüber ist auch jetzt wieder blöd gesagt. Aber dachte mir, jetzt fährst du nach 10 Jahren mal in die Heimat. Ja. Wenn du mal gearbeitet hast, wo du Freunde hattest und so. Ja. Besuch dann einen sogenannten alten Freund. Das Erste, was der mir sagt, er sucht immer ein Hotelzimmer, wir haben keinen Platz. Ja, was ist denn das für eine Freundschaft? Ja, ja. Also, ich gratuliere dir sehr zu diesem Freund. Ja, sicher. Und Domian, hast du einen Freund? Ja, hab ich. Einen guten Freund? Ja, mit Feuer, durch Feuer gehen. Ja. Aber hallo, genau. Hab ich, aber Gott sei Dank. Ich hoffe, dass ich ein bisschen was Positives drüber habe. Ja, das freut mich sehr, dass du es gesagt hast. Wobei ja, gerade Britta mit dem Jungen aus Afghanistan, das war ja auch eine tolle Geschichte. Ja, na sicher. Ja. Übrigens, was ich noch kurz anmerken wollte, ich habe gestern die Sendung gesehen, das war ganz schön bedrückend, wo du den Anruf entgegennehmen musstest mit der... wo der Mann gestorben war. Ja, wo der Mann gerade ein paar Stunden vorher verstorben war. Also wie du das packst, Hut ab. Lieber Peter, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, Gratulation nochmal zur Freundschaft und alles Gute von Herzen. Immer gerne. Und dir eine schöne Sendung noch. Dankeschön, tschüss. Tschüss, mach's gut. Hier ist Pierre. Pierre ist 28. Hallo, Pierre. Hallo. Ja, erstmal ein ganz großes Kompliment für deine Sendung. Ich habe schon so oft versucht durchzukommen. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Und zwar, mein Freund ist regelrecht für mich durchs Feuer gegangen. Erzähl. Mein Freund hat mir das Leben gerettet und ich habe überlebt gehabt und mein Freund ist gestorben dabei. Oh. Es macht mir sehr viel zu schaffen. Wann ist das passiert? Es war, ich weiß nicht mehr ganz genau, es war 98 oder 99 bei diesem Anschlag in Bali gewesen. Da warst du bei? Da war ich dabei gewesen. Wir waren damals in Nusa-Dusa in der Diskothek gewesen. Genau, es war in einer Diskothek. Mhm. Genau, genau. Und mein Freund also war auf der Tanzfläche, ich stand an der Theke, ich hatte mir ein Bier bestellt. Mhm. Und ich weiß nur noch, irgendwann hat es einen riesen Knall getan. Mein Freund stand, wie gesagt, auf der Tanzfläche. Und ich kann mich nur noch daran erinnern, es war eine riesen Feuerwand gewesen. Mhm. Und dann bin ich... irgendwann nach 1-2 Wochen wach geworden und sagten mir die Ärzte, ja, also ich hätte es überlebt gehabt. Also ich habe ein paar Brandverletzungen. Also mir ist dann erzählt worden von anderen Urlaubern, wo wir ein paar Tage zuvor die Telefonnummern ausgetauscht haben, dass mein Freund mich durch die verschlossene Holzwand durchgeschmissen hat, auf Deutsch gesagt, damit mir das Leben mitgerettet hat, aber wieder rein ist, um andere Freunde, die wir dort kennengelernt haben im Urlaub. Ah, ja. Also war mein Lebensgefährte. Ich war mit ihm 8 Jahre zusammen. Mhm. Und er hat mir dadurch quasi das Leben gerettet, hat aber andere Leute auch gerettet, aber ist quasi dabei selber auch gestorben dabei. Mhm. Nach Rauchvergiftung wahrscheinlich oder sonst was. Hat man dir das, als du im Krankenhaus aufgewacht bist, sofort gesagt, dass dein Freund... Nein. Erst 2-3 Tage später. Mhm. Also im Krankenhaus hat man mir erst gesagt, ja, und er kann nicht und hin und her. Und wie lange musstest du denn dann im Krankenhaus liegen? Ich war insgesamt 4 Wochen im Krankenhaus gewesen. Also deine Verletzungen waren nicht so ganz schlimm? Nein, die waren nicht sehr schlimm gewesen. Also ich hatte ein paar kleinere Verbrennungen gehabt, die recht schnell abgeheilt sind. Ich habe ein paar Narben, aber es ist nicht jetzt irgendwie, dass ich jetzt total entstellt bin dadurch. Mhm. Also für mich, ich sag mal, ich bin am Leben, mein Freund ist tot, das ist für mich sehr, sehr schwierig. Natürlich, man fährt zusammen in Urlaub, will eine schöne Zeit verleben und muss dann alleine zurückfliegen. Genau. Furchtbar, ja. Genau, also das war für mich sehr, sehr schwierig und ich glaube, wenn Bekannte, die ich dort im Urlaub vorher schon, also wir hatten vorher schon Leute kennengelernt dort in Nusa Dusa in demselben Hotel und es war ein rein schwules Hotel gewesen und
Und die haben mich sehr aufgefangen erstmal danach. Die sind auch wirklich da geblieben noch, obwohl die schon längst hätten heimfahren sollen. Aber die haben sich um mich gekümmert gehabt. Hat man deinen Freund denn bergen können? Mein Freund hat man bergen können, aber auch nur identifizieren können durch die Zahnabdrücke. Ja, ja. Wo ist er beigesetzt worden? Der ist in Deutschland beigesetzt. In Deutschland. Also die Mutter von ihm, die lebte noch, die war paar 70 und meine Eltern, die haben sich zusammengetan, haben ihn nach Deutschland überführen lassen dann. Also das hat auch der Staat hat das mitfinanziert von Indonesien. Ja. Also wir mussten da nichts bezahlen. Wie lange hast du gebraucht, um von diesem Schock so einigermaßen wegzukommen? Also einigermaßen, das waren ungefähr 5-6 Monate gewesen. Also ich war wirklich 2-3 Wochen danach, als ich in Deutschland war. Also ich war ja erst mal 4-5 Wochen im Krankenhaus dort, bin dann noch eine Woche in Indonesien geblieben, weil ich wirklich also auch fertig war und wurde dort von der indonesischen Regierung in ein Luxushotel für eine Woche reingegangen, dann nach Deutschland geflogen und in Deutschland musste ich teilweise noch 4-5 Wochen also wirklich in die Klinik gehen. Ich war in psychologischer Behandlung gewesen, in einer geschlossenen Anstalt, weil ich hatte also wirklich versucht, mich am Anfang herumzubringen, weil ich war so fertig gewesen. Ja, was ja auch verständlich ist. Das war meine sehr, sehr große Liebe gewesen. Ich bin heute noch recht. Wollten wir heute eigentlich nicht über die große Liebe reden, sondern über Freundschaft, aber manchmal ist das ja auch schon alles sehr eng beieinander. Also wenn man so will, es war schon die große Liebe, aber es war auch die Freundschaft überhaupt in meinem Leben gewesen. Verstehe. Weil ich habe ihn kennengelernt mit 14. Es war ja zu dem Zeitpunkt für mich, oder für ihn eher gesagt, verboten gewesen. Ich hatte ihn die ersten 2 Jahre angelogen, habe gesagt, ich wäre 17 gewesen. Ach so. Wenn du heute manchmal so daran denkst, dass ein Mensch sein Leben geopfert hat, damit du leben kannst, was geht dann so in dir vor? Mir gehen teilweise Schuldgefühle durch den Kopf, also weil ich ja selber betroffen war damit und mir gehen teilweise Schuldgefühle durch den Kopf, dass er gestorben ist, ich überlebt habe und da habe ich auch wirklich lange gebraucht und das mit langen Gesprächen mit Familie, mit Freunden, mit der Mutter von meinem Freund und so weiter und so fort, weil es hätte gar nicht passieren müssen, wenn wir nicht in diese Diskothek gegangen wären. Ja, aber das sagt man hinterher so, ne? Kannst du wieder in Diskotheken gehen? Oder hast du da so eine Grundangst? In Diskotheken kann ich schon gehen, nur wo ich wirklich Bedenken habe, wenn ich irgendwann in der Bar stehe und ich sehe irgendwelche Leute mit Feuer rummachen oder sonst was. Und also ich bin zwar Raucher, aber ich kriege irgendwie teilweise manchmal panische Angst. Das kommt auch manchmal ganz plötzlich. Ja, verständlicherweise, ja. Dass ich wirklich manchmal rausrennen muss. Ja. Also in der Disco und Freunden sage, hier, heute Abend geht's nicht mehr, ich muss nach Hause. Ja. Lieber Pierre, ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute für alles, was du machen möchtest. Ja, ich wünsche dir auch noch eine recht gute Sendung Dankeschön. In deinem weiteren Leben. Und vielleicht sieht man sich ja mal in Köln. Ich bin nächste Woche erst wieder in Köln. Na guck, vielleicht sieht man sich. Ja. Lieber Pierre, alles Gute. Alles klar. Tschüss. Julia ist hier. Julia ist 21. Guten Morgen, Julia. Hallo, Domian. Hallo, Julia. Auch zum Thema große Freundschaft. Ja, aber ich bin 21. 21, ja. Genau. Und zwar geht es um eine Freundin, die kenne ich eigentlich noch gar nicht so lange, aber wir haben eine recht intensive Freundschaft, einfach durch die Umstände, wie wir uns kennengelernt haben. Was sind das für Umstände gewesen? Ja, ich habe Adipositas und war Anfang des Jahres... Was ist, erklärst du? Das ist Fettleibigkeit oder Esssucht. Ja, das heißt, du hast ganz schön Funde aufzuweisen? Ja, jetzt sind es weniger. Wie viel? 95. Ja. Wie groß? 1,58. Ja. Okay. Genau. Ja, Anfang des Jahres bin ich dann halt in eine Klinik für Essstörungen gegangen und war da 3 Monate lang. Ja. Und naja, durch die ganzen Therapien dort lernt man sich da halt recht intensiv kennen und man macht da Höhen und Tiefen durch. Und es gibt sicher auch so Gruppentherapien, Gruppensitzungen. Genau, aber wir waren nicht in einer Gruppe. Ah ja. Wir haben uns so kennengelernt und halt in unserer Freizeit sehr viel miteinander gemacht und sehr viel geredet. Und hat sie an der gleichen Erkrankung gelitten wie du? Nee, sie hat Anorexie und Bulimie, also Magersucht und Bulimie. Also eine Essstörung. Genau. Ja, jetzt sind wir ja beide wieder raus und wir halten immer noch Kontakt und ich mache mir schon seit längerem große Sorgen um sie, weil ihr Zustand, der wird immer schlechter, so von dem, was sie erzählt und heute habe ich erfahren,
dass sie ins Krankenhaus eingeliefert wird. Wie weit wohnt ihr denn auseinander? Ich wohne so nähe Bielefeld und sie wohnt in Duisburg. Das sind wie viele Kilometer ungefähr? Oh, das weiß ich gar nicht genau. Ach so, ja. So ganz nah ist es, glaube ich, nicht, ne? Ist schon ein End noch. Mhm. Du hast Sorge, dass es wieder schlechter wird alles. Ja, vor allem, das wird, also langsam ist es echt dramatisch. Sie hat ziemlich niedrige Kaliumwerte, das schlägt aufs Herz. Und ihre Kreatininwerte sind ziemlich hoch, das heißt, dass ihre Nieren nur noch zu 50% funktionieren. Das ist doch schon ziemlich ernst. Diese Bekanntschaft, Begegnung, wann war das? In diesem Jahr? Ja, das war in diesem Jahr. In diesem Jahr? Anfang dieses Jahres. Und du würdest dann schon sagen, da die ganze Sache ja noch recht frisch und sehr jung ist, dass das schon eine sehr große Freundschaft geworden ist? Ja, würde ich schon sagen. Warum? Einfach, dass wir uns in schwierigen Zeiten immer, also wir haben immer zueinander gehalten, haben uns alles erzählt, haben Vertrauen zueinander. Und das schließt schon zusammen. Ja, und dass das Leiden der jeweils einzelnen Personen halt auch irgendwie eine Verbindung darstellt, dass man sich austauschen kann darüber, dass man den anderen versteht vielleicht auch, dass man sich in ihn einversetzen kann, wenn man auch unterschiedliche Erkrankungen hat und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Die Auslöser sind ja die gleichen. Ja. Hast du etwas Vergleichbares früher auch schon mal irgendwann erlebt in deinem Leben? Nee, nicht in der Art. Ah, das ist dann ja schon eine große Aussage, ne? Wenn du sagst, das ist jetzt so eine Freundschaft, wie ich sie noch nie hatte in meinem Leben. Wenn sie auch noch sehr frisch ist, aber sie ist was ganz Besonderes. Ja. Habt ihr denn viel telefoniert in der letzten Zeit? Wir halten hauptsächlich Kontakt übers Internet, aber wir haben uns auch letztens wieder gesehen. Ich habe sie zum Erstgespräch in der Klinik wieder begleitet. Ah ja. Was für mich natürlich auch wieder ein komisches Gefühl war. Ja. Könnt ihr mir vorstellen, dass das natürlich auch kompliziert ist aufgrund der Distanz zwischen euch beiden? Das kostet dann ja auch Geld, dieses Hin- und Herfahren. Ja, genau. Wie geht es dir denn im Moment? Mir geht's eigentlich ziemlich gut. Also, ja, die Hauptaussage, die ich da treffen kann, ich habe gelernt, mich selbst wieder zu lieben und ja, das ist schon sehr viel wert. Hast du den Eindruck, dass du, ich meine, das ist ja eine Kerneinsicht, die dir jetzt weiterhilft? Kannst du diese Kerneinsicht deiner besten Freundin vermitteln? Ja, wie soll man das jemand vermitteln? Das ist sehr schwer, ich weiß, deswegen frage ich. Ich versuche einfach für sie da zu sein und zeige ihr, dass ich sie gerne habe und dass sie es vielleicht auf dem Wege schafft, aber die Einsicht muss von ihr selber kommen. Ja, natürlich, hast du recht. Ist es denn umgekehrt genauso, dass du für du für sie auch so eine wichtige Person bist, hier umgekehrt? Ja, ich denke schon. Das schon, ja. Ja, dann kann man natürlich auch in so ernsten Situationen, wenn man vielleicht auch nicht direkt helfen kann, aber man kann helfen, indem man da ist, indem man dem anderen eine Stütze gibt und dem anderen vermittelt, ich bin da, ich stehe zu dir und was auch passiert, ich bin bei dir. Genau. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache in so einer ernsten Lage. Kannst du sie denn vielleicht mal die nächste Zeit besuchen fahren? Ja, genau, das habe ich vor. Ich habe ihr gesagt, dass von ihr nur ein Wort kommen braucht und ich bin sofort da. Ja. Ich nehme mir Urlaub, ich kratze mein letztes Geld zusammen und fahre dahin. Ja. Vielleicht solltest du gar nicht auf das Wort warten, sondern einfach so hinfahren. Sie hat schon gesagt, dass sie gerne hätte, dass ich bei ihr bin. Ah ja, dann ist das natürlich, da musst du hin. Ja, auf jeden Fall. Ja. Grüß sie schön von mir, Julia. Mach ich. Wünsche ihr alles Gute wirklich und für eure Freundschaft auch alles Gute, dass sie noch viele, viele Jahre und Jahrzehnte hält. Danke, Domian. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Und Nadine ist hier. Nadine ist 23. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Nadine. Du willst mir von einer Freundin erzählen oder einem Freund? Ja, von meiner allerbesten Freundin. Von der allerbesten Freundin? Ja. Sie ist eine Schwester für mich. Ja. Und wir haben dieses Jahr, Anfang des Jahres, erfahren, dass sie Magenkrebs hat. Oh. Wie alt ist sie? 22. Ja. Wie lange kennt ihr euch schon? Knapp 10 Jahre. 10 Jahre? Ja. Und eine ganz enge Busenfreundin? Ja. Deine allerbeste Freundin? Allerbeste Freundin. Und jetzt hat sie Magenkrebs? Ja, und die ist vor 2 Tagen, also am Dienstag, verstorben. Sie ist verstorben? Ja.
Und für die wäre ich auch durchs Feuer gegangen. Mhm. Weil sie haben uns blind verstanden und mussten auch nicht viel sagen, wenn wir gesprochen haben. Mhm. Also wusste jeder, wann es einem nicht gut geht. Mhm. Sie ist am, am Dienstag in jetzt in dieser Woche verstorben? Ja. Also quasi vorgestern? Ja. Warst du dabei? Nee, das war ich nicht. Sie ist zu Hause verstorben und ihre Mutter war dabei. Die Diagnose, sagtest du, ist im Sommer, Frühsommer? Nee, Anfang des Jahres. Anfang des Jahres, achso, das habe ich gar nicht. Ja, Februar. Hat sie eine sehr schlimme Leidenszeit gehabt, die Monate bis vorgestern? Nee. Also das war für uns dieses bisschen Beruhigende, dass das alles so schnell dann ging. Mhm. Sie wurde zwar jetzt die letzten Tage mit Medikamenten wirklich voll gepumpt, hat dann auch nichts mehr gemerkt und mitgekriegt. Mhm. Und also es war schlimm halt zu sehen, dass innerhalb von einer Woche alles abgebaut hat. Ich bin so erstaunt, dass eine so junge Frau Magenkrebs bekommt. Durch eine Magenschleimhautentzündung, die sie nicht auskuriert hat. Und da hat sich dann dahinter, also hat sich ein Tumor gebildet und dahinter hat sich dann der Krebs gesetzt. Und der hat sich bemerkbar gemacht durch normale so Bauch-Magenschmerzen? Nee, die haben sich bemerkbar gemacht. Die hat von ihrem Hausarzt aus gesehen eine angebliche psychische Magersucht, was dann ja aber nicht so war. Ach so, naja. Also sie hat gegessen, aber es kam alles wieder raus, ohne dass sie einen Finger in den Hals gesteckt hat. Verstehe. Ist sie dann auch noch operiert worden? Ja, zweimal. War ihr so in den letzten Wochen klar, dass sie sterben wird müssen? Ja. Hast du mit ihr auch alleine darüber mal gesprochen? Ja, viel. Was waren das für Gespräche? Das waren Gespräche, ja, wie ihre Beerdigung, wie sie sich vorstellt, dass sie davon schon geträumt hat und dass sie nicht sterben will. Dass sie nicht sterben will? Ja. Hatte sie Angst? Ja. Ich denke mal, dass sie Angst hatte, vor allem zu leiden. Glaubst du denn, dass sie in den letzten Wochen, dass man sie durch gute Medikamenteinstellung vom Leiden hat fernhalten können? Nee. Nee, das heißt, die letzten Tage und Wochen waren doch schlimm. Ja. Also sie hat selber gesagt, sie braucht's. Also sie wurde zu Hause dann, kam Pfleger und ihr Freund war auch Tag und Nacht da. Und hat sich um sie gekümmert. Und also es war alles organisiert. Wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Letzte Woche Mittwoch. Du hast sie jetzt als verstorbene Person nicht mehr gesehen? Nee. Wolltest du das noch? Normalerweise wollten wir das beide. Weil sie hat gesagt, wenn ich mich so nicht verabschieden kann, dann wenigstens, wenn sie dann halt tot ist. Und, aber ich habe mich von ihr selber schon am Mittwoch verabschiedet. Also innerlich. So. War sie dabei vollem Bewusstsein, als du da warst? Teilweise. Also sie war immer mal so im Dämmerzustand. Und hat auch nur vor sich hingenuschelt. Man hat sie auch kaum verstanden und war auch schon ein bisschen wirr im Kopf. Nun die Metastasen gingen ja vom Magen über die Leber. Und dann auf die Lunge und dann aufs Gehirn. Wie ist denn das jetzt für dich? Du hast jetzt deine allerbeste Freundin verloren und bist konfrontiert worden, auch in deinen jungen Jahren, mit einem schlimmen Sterben und ja mit dem Tod. Wie empfindest du das? Schlimm. Weil so fange ich an, jeden Tag mehr zu schätzen. Ich habe auch einen kleinen Sohn und ja, ich finde es halt irgendwie unfair,
mit 22 sowas erleben zu müssen. Mhm. Hast du Angst vor der Beerdigung, die ja ansteht? Ja. Mhm. Hatte sie besondere Wünsche? Du hast gerade so eine Andeutung gemacht. Ja. Sie hat sich gewünscht, ganz viele Sonnenblumen und eine blaue Urne. Also sie wusste schon genau, wie das alles sein sollte. Und das wird man ihr auch so erfüllen? Ja. Mhm. Ja. Dann sollen noch 2 Lieder gespielt werden. Welche Lieder? Einmal von Böse Onkels, nur die Besten sterben jung. Und dann noch so ein Techno-Lied. Also wie man sie gekannt hat. Liebe Nadine, meine Sendung ist gleich zu Ende. Ja. Ich wünsche dir jetzt also auch vor allen Dingen für diese Beerdigung und die nächsten Tage viel Kraft. Dankeschön. Und wirklich alles Gute. Danke dir. Auf Wiederhören. Wiederhören. So ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Uwe Petersen. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss. Heute ist Freitag, der 26. Oktober.